Hallo zusammen. Ich möchte euch heute mal wieder was, ich würde sagen, Besonderes vorstellen, was ich zumindest bisher noch nicht vorgestellt habe und wo ich auch jetzt erst gerade wieder vor wenigen Tagen drüber gestolpert bin. Also, was ich jetzt sage, erstmal noch unter Vorbehalt, ich habe es noch nicht richtig validieren können. Wie gesagt, ich kenne es erst seit einigen Tagen, die Methode, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz interessant und deswegen möchte ich es euch heute auch zeigen und einfach mal vorstellen. Und zwar geht es um die Suche vom roten Ordensband, Kadokala Nupta. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal das blaue Ordensband vorgestellt und die Suche nach den Eiern, was eigentlich ganz gut funktioniert an Pappeln, an Zitterpappeln, Espen. Im Waldinneren meistens, bis jetzt zumindest hatte ich die Funde. Und beim roten Ordensband jetzt ist es ähnlich. Also die Ordensbänder haben ja wahrscheinliches, oder würde ich jetzt mal annehmen, haben ein ähnliches Eiablageschema. Und zwar legen die Weibchen immer die Eier an die Rinde von der Futterpflanze, vom Wirtsbaum. Und das heißt, man kann an der Rinde suchen und findet dann bestenfalls auch die Eier. Und ich befinde mich jetzt heute hier an einer relativ feuchten Stelle, also es ist ja eine Nasswiese, Feuchtwiese. Wir sehen hier einen Bachlauf, so ein bisschen, ja, hat da weiter vorne auch Auwaldcharakter. Also sehr nass, sehr feucht. Wir sehen es an den Röhrichten, den Gräsern. Und hier stehen Kopfweiden dazwischen. Also diese Weiden hier, Kopfweiden. Und darum geht es mir heute. Das rote Ordensband lebt an Weiden und Pappeln, kann also auch an Espen gefunden werden, theoretisch. Und es gibt auch noch andere Arten, das möchte ich gleich dazu sagen. Also beispielsweise der Weidenkarmin, Kadokala electa, vor allem aber eher in Süddeutschland verbreitet, der auch an Kopfweiden seine Eier ablegt. Da gibt es einen schönen Artikel im Lepi-Forum, den werde ich unten in der Beschreibung nochmal kurz verlinken. Und vom Prinzip her ist es ähnlich, also die Suche verläuft ähnlich. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht sicher sagen, dass es sich überhaupt um Nupta handelt, aber allein vom Verbreitungsgebiet würde ich mal davon ausgehen. Ich werde es dann im Frühjahr nochmal überprüfen, wenn ich nach Raupen suche. Aber jetzt erstmal so als kleinen Einblick, wie denn überhaupt die Eier zu finden sind. Und zwar, ich gehe jetzt mal näher ran. Also ich habe jetzt 4 oder 5 solcher Bäumchen abgesucht und tatsächlich auch an zweien was gefunden. Das heißt, es kann ähnlich wie beim blauen Ordensband, wahrscheinlich kann man die Arten gut über die Eier nachweisen, wenn man es denn weiß, wo und wie. Ich finde es jetzt hier ein bisschen schwieriger als beim blauen Ordensband, aber das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Ja, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite von der Weide einmal drumherum gegangen. Wir sehen es schon relativ bemoost. Und so von meinem Gefühl her ist das eigentlich gar nicht schlecht, solange das Moos nicht so extrem dicht ist. Also wenn es ein dichtes Polster ausbildet wie hier, dann habe ich da bis jetzt eher weniger gefunden, auch bei Fraxini ähnlich. Aber so lückige Stellen, das ist eigentlich ganz gut, so vom Gefühl her, von meinem Eindruck her. Und ich habe jetzt wieder eine Taschenlampe und habe den Stamm einfach abgeleuchtet. Also wieder mit viel Geduld im Endeffekt einfach die Rinden spalten, abgeleuchtet. Denn wie bei Fraxini, wie ich es auch schon erklärt habe, reflektieren die Eier so ein bisschen, wenn man mit der Taschenlampe dagegen leuchtet. Zumindest die Eihüllen. Also wenn die Eier geschlüpft sind, bleiben noch die Eihüllen übrig, die leeren Eier quasi. Und diese sind relativ hell dann im Schein von der Taschenlampe. Die Weiden haben sehr grobe Bäuge, grobe Rinde. Das macht es natürlich ein bisschen kompliziert. Also die weiblichen Falter werden auch die Eier wirklich in diese Rindenspalten hineindrücken. Und dadurch ist es oftmals sehr schwer, die Eier überhaupt zu finden. Deswegen ist auch das Moos so ein bisschen von Vorteil, weil sie dann oft an das Moos ranlegen und man die Eier besser findet. Und zwar, hier sind jetzt mal zwei schöne Beispiele eigentlich, die gut zu sehen sind. Relativ frei. Man erkennt es jetzt schon von Weitem. Also mir geht es darum. Das einerseits hier ist ein Ei und hier ein bisschen weiter drunter auch nochmal eine Eihülle. Also es sind beides Eihüllen. Das heißt, die sind schon geschlüpft letztes Jahr. Und wenn ich jetzt mit der Taschenlampe drauf gehe, sieht man zumindest beim oberen schon mal einen relativ hellen Schein. Das ist natürlich auf dem Kamerabild jetzt eher schwierig zu erkennen, aber man sieht es eigentlich schon.
Das ist eben ziemlich hell reflektiert. Jetzt nehme ich die Taschenlampe nochmal weg, weil das Bild dann besser wird. Ich versuche nochmal ranzugehen. Also wir sehen hier, ich schaue mal auf das obere gerade, das ist wie eine Eihülle und gleichzeitig ist da so ein Loch drin. Und die Struktur erkennt man jetzt natürlich auf dem Bild eher schlecht. Ich probiere es nochmal bei dem unteren. Auch hier wieder so ein leicht ovales Ei geöffnet oder geschlüpft. Und ich werde euch gleich nochmal ein Bild zeigen, wo man die Struktur besser erkennt. Das ist jetzt eben eher schlecht hier zu sehen auf dem Video. Aber man erkennt eigentlich schon eine deutliche Ordensbandstruktur, würde ich es jetzt mal nennen. Also die Eier haben Rillen und auf der Oberseite sind sie so ein bisschen, ja, weiß nicht, wie man es nennen soll, ein bisschen unstrukturierter gerillt. Und das scheint mir typisch für Ordensbänder zu sein. Ich werde auch jetzt gleich nochmal einen Vergleich euch zeigen zu Fraxini, also zu den Eiern, die ich an Espe gefunden habe. Und hier erkennt man doch deutlich einen Größenunterschied. Also ich habe es vorhin schon erwähnt, Nupta, also dieses rote Ordensband, geht auch an Espe. Das heißt, man könnte durchaus bei der Fraxini-Suche auch diese Eier hier finden. Aber man sollte eben dann doch, das geht natürlich nur mit Erfahrung dann oder mit Vergleichsmaterial, aber man sollte schon nochmal auf die Größe auch achten. Ihr seht hier im Bild, das eine Ei ist größer als das andere. Und das ist eben Fraxini, das große, das ist blaue Ordensband. Und das kleinere ist eben dieses rote Ordensband hier. Und grundsätzlich, der Vergleich ist immer relativ wichtig. Also auch gerade jetzt hier bei diesem Nupta, an der Weide, und das zeige ich euch jetzt hier gleich nochmal, an der Weide ist es sehr tückisch. Also man sollte nicht zu euphorisch sein, wenn man etwas Weißes findet, was ungefähr die Größe eines Eis hat und ja gut aussieht. Denn, und ich habe es jetzt nochmal hier im Bild, schauen wir beispielsweise mal auf dieses kleine Gebilde. Es weiß, hat exakt die Größe von einem Ei eigentlich. Hier sind die nächsten, also auch weiße, kleine, runde Gebilde. Aber, und jetzt sehen wir hier die Auflösung, es handelt sich dabei um Pilze. Also das ist jetzt mal bei Weiden, ist mir das sehr besonders aufgefallen. Überall da, wo die ein bisschen feuchter sind, die Stämme, da bilden sich sehr, sehr viele von diesen kleinen pilzartigen Strukturen. Also kleine Pilze, die Köpfe, die hier rauskommen. Und die sehen wirklich identisch aus, fast mit den Eiern. Das heißt, man muss auch wirklich mal eine Lupe mitbringen, bestenfalls, und sich, wenn man was gefunden hat, das mit der Lupe nochmal anschauen und nach diesen Rillen insbesondere suchen. Denn diese Köpfe von den Pilzen, die haben diese Rillen nicht, beziehungsweise nur, wenn sie dann groß sind. Also jetzt in dieser Größe bilden sie so ein bisschen rillenartige Strukturen aus. Aber die kleineren nicht. Die sind einfach rund, matt und eher glatt von der Struktur her. Also man erkennt schon einen Unterschied, wenn man genau hinguckt. Aber es ist eben doch ein bisschen tückisch, muss ich dazu sagen. Insofern ruhig immer mal mit der Lupe draufschauen, vergleichen und sich fragen, ob das denn überhaupt ein Ordensbandei sein kann. Und ja, wie gesagt, also probiert es vielleicht selber einfach mal aus. Ich finde es eigentlich ganz cool so von der Methode, weil es ja doch auch nochmal Nachweismethoden eröffnet, die so vielleicht ja nicht so gut sind über die Adultentiere. Also Adultentiere gehen eher an den Köder, aber das ist jetzt natürlich eine Variante. Ich habe jetzt, wie gesagt, das schon ein paar Tage gemacht und habe die jetzt an mehreren Orten auch schon nachweisen können. Also das ist eigentlich ganz gut. Aufwendig, also ein bisschen aufwendiger als beim blauen Ordensband, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich trotzdem eine gute Möglichkeit zum Nachweis. Und nochmal ganz grundlegend, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht garantieren, dass es unbedingt das rote Ordensband ist. Ich würde sagen, es ist definitiv ein Ordensband und ein anderes Ordensband kommt hier, wo ich mich jetzt gerade befinde, nicht in Frage. Daher würde ich jetzt auf rotes Ordensband gehen. Ich werde es aber im Frühjahr auf jeden Fall nochmal validieren und nach den Raupen auch suchen. Aber probiert es doch auch mal aus. Ich wollte es euch einfach jetzt mal zeigen, weil es echt spannend ist. Und vielleicht habt ihr auch Erfolge, vielleicht wollt ihr ein paar Bilder drunter posten oder eure Erfahrungen teilen. Das wäre ganz interessant, was ihr so findet und wie es bei euch aussieht. Ja, so viel dazu
zur Suche zum roten Ordensband. Wenn ihr es ausprobieren wollt, viel Erfolg dabei und auch viel Geduld vor allen Dingen. Nicht zu schnell verzweifeln, weil ihr nichts findet. Kurzer Nachtrag, ich bin jetzt ein paar Meter weiter im Gebiet, beziehungsweise auf der anderen Seite von dem Bach, der hier durchläuft. Auch hier wieder zahlreiche Kopfweiden zu sehen. Und das ist jetzt schon, ich glaube, am vierten Baum oder so, wo ich was gefunden habe. Ich möchte euch nur wieder noch mal kurz zeigen, einfach als Beispiel, dass es zum einen auch hier wieder schön zu sehen in der Rindenspalte drin. Eine schöne Eihülle. Kurz darauf auch selbe Rindenspalte noch. Wieder das nächste zu sehen. Und was ich euch jetzt eigentlich zeigen wollte, weil bis jetzt habe ich ja immer nur Eihüllen sehen können. Und hier ist jetzt mal ein volles Ei. Also hier an der Stelle. Man sieht, es ist ein bisschen dunkler, ist schwieriger zu erkennen. Und ja, aber das ist eben ein volles Ei und dadurch reflektiert es auch im Licht nicht so gut, aber trotzdem noch schön zu sehen. Genau, das wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen, auch wie so ein volles Ei aussieht. Und daneben erkennt ihr auch schon wieder diese Pilze überall, also diese bläschenartigen Kappen. Das sind natürlich dann keine Eier. Jo, soviel zum Nachtrag.